In diesem Video möchte ich darüber sprechen, was du machen kannst, wenn du dir einen zweiten Hund holen möchtest, aber aufgrund einiger Faktoren ein Treffen im Vorneffekt mit deinem ersten Hund nicht möglich ist. Hallo liebe Hundefreunde, herzlich willkommen zu diesem Video. Best of Games hat mich unter einem meiner Videos gefragt, was er machen kann, denn er möchte sich einen Hund aus Rumänien holen. Und da ist es einfach nicht möglich, ein Ersttreffen im Vorneffeld schon zu vereinbaren. Mein erster Tipp ist, das Kennenlernen mit deinem ersten Hund und das Kennenlernen des neuen Zuhauses sollte getrennt stattfinden. Hier ist es sinnvoll, sich Hilfe von einem Verwandten, Bekannten, Freund oder was auch immer zu holen, der in der Zeit, in der dein neuer Hund dein Zuhause kennenlernt und sein zukünftig neues Zuhause kennenlernt, dass er in der Zeit auf deinen ersten Hund einmal aufpasst. Man weiß nie, in welchem Zustand die Hunde sind, die aus dem Ausland zu uns kommen. Manche sehen das relativ gelassen und verkraften die Umstellung sehr gut, doch einige reagieren durchaus sehr, sehr ängstlich und brauchen sehr viel länger in ihrer Eingewöhnungsphase. Man darf nicht vergessen, dass von den Strukturen, die ihn hier erwarten, so gut wie nichts an das alte Zuhause erinnert. Das ist natürlich nicht schlecht, sondern eher positiv, doch alles, was der Hund schon kennt, gibt ihm natürlich Sicherheit. Und alles, was der Hund noch nicht kennt, so gut es auch ist, ist im ersten Moment noch nicht sicherheitgebend. Meine erste Empfehlung ist also, das Kennenlernen des Zuhauses als allererstes zu machen und den Ersthund erstmal bei einem Bekannten unterzubringen. Oder es reicht auch schon, wenn der ein, zwei Stunden mit dem Ersthund einfach nur Gassi geht und er später dazukommt. Jetzt kann dein neuer Hund erstmal die Umgebung abschnüffeln, abriechen und sich ein Plätzchen suchen. Hier ist es total sinnvoll, ihn einfach mehr oder weniger laufen zu lassen. Wenn du Garten hast und ihn da nicht laufen lassen kannst, dann binde ihm ein Geschirr um und mach das an eine Langlaufleine 15-20 Meter. Auf die Art und Weise kann er dieses Grundstück einfach in Ruhe abschnüffeln und erstmal erkunden. Das ist für Hunde ganz, ganz, ganz wichtig. Und wenn du jetzt merkst, dein Hund wird ruhiger und er fängt an, sich ein Plätzchen zu suchen, dann merkst du, okay, jetzt ist er angekommen. Das kann aber auch dauern, ne? Das ist nicht so, dass das in 3 Minuten erledigt ist. In den meisten Fällen kann das schon relativ schnell gehen, doch es kann aber eben auch ein bisschen länger dauern. Je größer dein Hof und Grundstück ist, desto mehr Zeit würde ich dafür auf jeden Fall einplanen. Doch aber bitte auch hier Achtung, am ersten Tag muss dein Hund nicht jeden Raum und alles kennenlernen, was er mal erkunden darf, sondern es reicht am Anfang, wenn er erstmal die Räumlichkeit erkunden darf, indem er sich in den ersten Tagen auch wirklich aufhalten wird. Wenn du dich jetzt also hinsetzt und abwartest, bis der Hund sich entspannt und einfach irgendwo ablegen kann, merkst du, okay, er ist jetzt erstmal mehr oder weniger zu Hause angekommen. Ab dann kannst du das erste Treffen einplanen. Jetzt kommt hier ein bisschen auch das Verhalten deines Ersthundes oder die Einschätzung zu deinem Ersthund in den Vordergrund. Was ist dein Ersthund für ein Typ? Ist er sehr territorial? Denn auf gar keinen Fall das erste Treffen direkt zu Hause machen. Und ist er das nicht und bis jetzt gab es noch nie Schwierigkeiten mit territorialem Verhalten, kann das Ersttreffen durchaus auch zu Hause gemacht werden. Es verbirgt aber immer ein kleines Risiko, da dieser Hund ja nicht wie ein Besucherhund wieder gehen wird. Deswegen ist meine klare Empfehlung, den Erstkontakt auch hier nicht zu Hause zu machen, sondern an einem neutralen Ort. Wenn dein Hund jetzt bei einem Bekannten war, dann kannst du ihn bitten, den Hund vorbeizubringen. Ihr trefft euch vielleicht eine Straße weiter oder einen Weg weiter oder auf einem günstigen Feldrand, der bei euch in der Nähe ist, und macht das Treffen dort. Sehr zu empfehlen ist aber, dass bei diesem Ersttreffen keine weiteren Hunde noch mit etabliert sind, denn die können Unruhe stiften und die könnten auch deinen Neuling überfordern. Also bitte hier keinen Hundeplatz oder so wählen, sondern einen Ort, wo auch wirklich nur du, dein Neuling und dein Althund
anwesend sind und vielleicht natürlich noch dein Kumpel, der auf deinen Hund aufgepasst hat. Und jetzt könnt ihr eine Runde spazieren gehen. Hör hier bitte auch wirklich auf dein Bauchgefühl, denn das ist zu 99% der Wahrheit entsprechend. Und wenn du das Gefühl hast, die beiden kannst du noch nicht zusammenlassen, dann mach das auch nicht, sondern geht erstmal ein Stück. Wenn du aber das Gefühl hast, hier sind beide freundlich gestimmt und es ist sinnvoll, einen Kontakt schon zuzulassen, dann kannst du sie auch von vornherein spielen lassen, wenn der Platz und die Gegebenheit gegeben sind. Hier ist bei dem Ersttreffen wirklich gibt es keine Richtlinie oder so, sondern dein Bauchgefühl entscheidet, okay, die beiden passen jetzt zusammen oder die passen noch nicht zusammen. Durchaus ist es aber sinnvoll, sie gut auszupowern, bevor ihr nach Hause geht, denn das beträgt den Vorteil, dass die Hunde danach direkt dazu übergehen und dazu neigen, sich hinzulegen, sich schlafen legen zu wollen. Und auf die Weise hast du dann Entspannung zu Hause, kennen sich gegenseitig und sind in der Lage, runterzufahren und auch zu schlafen. Auch hier beim Ersttreffen bitte darauf achten, dass du keinen Hund mehr bevorzugst als den anderen. Beide haben von dir Schutz zu erwarten, Futter zu erwarten und du stehst hier im Schutz für beide. Ja? Du bist also der Unparteiische und hast beiden Schutz zu geben. Dem neuen Hund, wenn der Schutz verlangt, aber auch deinem Ersthund, wenn dieser Schutz verlangt. Beide sollten bei dir Schutz finden und ein neutrales Verhalten. Alles andere kann Eifersucht schüren und Aggression und die würden sich dann auf den jeweils anderen Hund übertragen und das ist für die Beziehung zwischen den beiden ganz, ganz schlecht. Wenn du auch noch einen coolen Tipp hast, dann schreib das doch bitte in die Kommentare und vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, um keins dieser wichtigen Themen mehr zu verpassen. Auf diesem Kanal werde ich auch gerne deine Fragen per Video beantworten, wenn du das möchtest. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag.